Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein neues Video. Habe ich schon wieder meinen YouTube-Kanal gesagt? Ich wollte natürlich sagen, unser YouTube-Kanal. Denn wir sind heute wieder zu zweit unterwegs. Wieder, ja, so ein bisschen im Wald, kann man eigentlich schon sagen. Und ja, ich habe heute keine Kamera in der Hand. Keine Fotokamera zumindest. Die hat mir meine Frau abgeluchst. Hat wieder das 90mm Makro vorne drauf gespannt und hat gesagt, jetzt will ich das auch mal mit dem großen Sensor machen. Nein, natürlich nicht. Es ist ja völlig egal, welche Kamera da dran hängt. Aber sie ist voll dem Makrofieber verfallen. Ja, und ich bin hier back to the roots mit der GoPro unterwegs, filme ein bisschen, habe noch die Action 2 in der Hosentasche und wir sind hier im Gottsche Wald. Und ja, mal sehen, vielleicht geht es bis runter zum Wasser. Mal schauen. Ich habe die ND-Filter mit. Es ist ein ziemlicher Wind. Da kann man bestimmt auch ein paar schöne Langzeitbelichtungen von den Wolken machen. Das dürfte schöne Wolkenzieher geben. Und ja, mal sehen, was uns so erwartet. Wir nehmen euch wieder mit, wünschen euch ganz viel Spaß und bis später. So, geschafft. Wir können eigentlich nach Hause. Der erste Fliegenpilz der Saison ist im Kasten. Blende euch die Bilder natürlich mal ein. Ist ein bisschen geschummelt. Ich denke, der erfahrene Makrofotograf erkennt es. Viel Spaß mit den Bildern. Ja Leute, das Wetter ist ja so ein bisschen wie im April hier. Ich weiß nicht so richtig, was es will. Wenn die Sonne rauskommt, ist es viel zu warm mit Jacke. Und wenn die Sonne weg ist, dann ist es irgendwie schon relativ frisch. Gerade weil auch so ein Wind geht. Wird Herbst, April, ich weiß gar nicht so genau. Aber schön, einfach wieder im Wald unterwegs zu sein. Und meine Frau, die wird gar nicht fertig mit Fotografieren. Das wird auf jeden Fall wieder eine ordentliche Bildauslese am Ende des Tages. Aber egal, wenn es ihr Spaß macht, warum denn nicht?
Tour durch den Götschewald. Das mit der Filterfotografie hat leider nicht so gut funktioniert, beziehungsweise gar nicht, weil wir keine, ja, wie ich finde, geeignete Stelle gefunden haben, wo man die Wolken schön hätte sehen können. Ist alles ziemlich zugebuchert, erstaunlicherweise, obwohl es ja doch ein recht trockener Sommer war. Aber auf jeden Fall macht es total viel Spaß, im Wald unterwegs zu sein und ja, solche Touren zu machen. War auch mal wieder angenehm, mit der kleinen GoPro zu filmen und nicht das größere Besteck dabei zu haben. Allerdings hat man natürlich das Problem, wenn es zu dunkel wird, ist es vorbei mit dem Film. Deswegen stehe ich jetzt auch und bewege mich nicht. Ja, meine Frau hat wieder viele, viele Bilder gemacht, wie ja schon im Video vom letzten Mittwoch, wenn das alles funktioniert hat. Und ich hoffe, da war das eine oder andere dabei, was euch auch gefallen hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt unten einen netten Kommentar. Wir beantworten alle Kommentare, das wisst ihr. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, die liebe Kamerafrau und euer Daniel, wir sind raus. Ciao.